Willkommen, liebe Freunde zu Hause, zu einer neuen Folge Blitz mit Freunden Spezial. Und zwar diesmal King of the Hill. Was ist King of the Hill? Unglaublich, Antonio Rapido. Sei nicht ganz einfach. Die Seite, die es zuerst schafft, entweder ganz normal mal zu setzen oder mit dem König eins der vier Zentralfelder zu erreichen, gewinnt. Das heißt, die Partie läuft ganz normal, aber wenn einer es schafft, auf die eins der vier Felder zu kommen, ist die Partie vorbei. Aber es muss ein legaler Zug sein, wenn ich. Es muss ein legaler Zug sein, genau. Alles klar, na dann. Probieren wir es. Was ist denn jetzt schon besser, E4 oder D4? Ich glaube, das ist ziemlich lax. Ja, also eigentlich ist das ja ein normales Schach, ne? Nur muss man dann schauen, dass. Ich weiß auch nicht, zu welchem Zeitpunkt das dann relevant wird. Ja, wenn es ins Endspiel geht. Ja, manchmal auch schon früher. Du willst mir jetzt also sagen, du spielst Svechnikov? Ja, also King of the Hill natürlich. Meinst du? Ob das eine gute Wahl war, wir werden sehen. Jetzt muss ich kurz überlegen, in welcher Variante habe ich Zugriff auf die Zentralfelder? In keiner. Ich habe auf jeden Fall. Wenn dann hier. Wir hören meine Theoriekenntnis auch auf. Hast du das diese Variante mit diesem Opfer, ne? Du hast es doch mit Schwarz gespielt, du kennst das doch. Hm. Ich glaube, Läufer E6 ist auch nicht der Main Move. F5 direkt, das glaube ich dazu. Mhm. Ja. Ich träume schon von der Königswanderung. Ach, träumst du schon, ne? Ah. Ja, überleg mir so Varianten. Mhm, schön. Ich glaube, ich muss in F5 spielen. Ich glaube auch. Okay, noch ist dein König noch nicht in der Nähe der Zentralfelder. Meine Lauer auch nicht. H4, mein Guter, was ist denn jetzt los? So irgendwie aggressiv. Wirkt das so ein bisschen komisch, wie du dich aufgebaut hast. Ach Quatsch, das ist doch Standard hier. Ja. Ich bin schon am Träumen, wie ich da jetzt reinhüpfe. Erstmal hängt dein Läufer. Ja. Nein. Dort. Ja, dort. Vielleicht wäre Läufer E2 noch besser gewesen. Der harmoniert besser mit H4, ne? Druck auf H5. Und mit A4 auch. Mit allem. Aber so ist es nun. Hm. Ja. Nichtsdestotrotz stehst du hier wohl ziemlich gut. Ja, aber Läufer C2, diese Wahl gefällt mir nicht, die ich da getroffen habe. Ich dachte irgendwie, ich könnte jetzt D5 spielen, aber ist hier immer noch überdeckt. Das dachte ich tatsächlich auch erst, bis ich gecheckt habe, ich bin ja noch häufig genug drauf. Ne? Ja, in der Tat. Und jetzt habe ich ein Problem. Mhm.
Vielleicht ist es an der Zeit, deinen König zu schicken. Ja, ne? Ich glaube auch. Es sind ja nur drei Felder bis nach vorne. Entweder ich schaff's dann, dich zurückzudrängen, oder es kann echt gefährlich sein mit so einem König mit D6. Ja, das ist schon ein bisschen hart, ne? Boah. Ja, ist ein bisschen zu hart. Ah. Das Problem ist, Niklas hat immer noch einen Trick auf Lager, aber das solltet ihr ja wissen. Tja. Na, ich glaube, ich muss trotzdem den spielen. Ich möchte die Damen nur wahrscheinlich gar nicht tauschen, sonst ist mir dein König da viel zu knapp im Zentrum. Okay. Ja, jetzt wo du rochiert hast. Jetzt können wir tauschen? Jetzt können wir die Dame tauschen. Na dann, können wir das mal tauschen. Vielleicht will ich nicht tauschen. Man spielt halt so lange normales Schach, bis das halt mit einfließt, ne? Ja. Und ich glaube, das ist so langsam der Fall. Ach Gott. Hat der hin. Na gut, das hilft mir natürlich schon mal enorm. Und der König nähert sich. Nur zwei Felder. Oh! Was willst du damit die vier machen, oder was? Das ist natürlich gewagt, gewagt. Erstmal H5. Okay. Na dann, würde ich mal sagen, kommt der Monarch! Ich spüre schon, wie das schief geht. Oh, der Monarch, er kommt. Er kommt. Er ist gleich da. Er ist gleich da. Ja, ja. Oh Mann. Ich glaube, das wird schwierig so. Oh boy. Du musst jetzt irgendwie auf Zeit mich abziehen. Gott! Auf Läufer schlägt D3, kommt übrigens Dame schlägt C3 Schach. Gefolgt von König E5. Ich glaube, auch so kannst du das kaum verhindern. Oh Mann. Ja, das ist gefährlich. Ich dachte nach der Rochade. Ja, Springer schlägt G7 war ein Fehler. Quatsch, ja. Viel zu schnell angelassen. Thank you.
Und es ist unausweichlich. Ja, Primus. Ja. Ja, nicht schlecht. Ja, witzig, ne? Wie gesagt, du hast immer eine Ass im Ärmel. Ja. Na? Na gut, okay. Du hast mir geholfen, mehr Schicki 7. Ja. Ist schnell geworden. Naja. Ja, ist auch witzig. Aber auch irgendwie komisch. Man muss das genau abwägen, wann man dann den Königsmarsch unternehmen kann, wann nicht. Ja. Ja, das war zu optimistisch, dich da so ranzulassen. Ja. Naja.